Dieses Video zeigt ein Gespräch zwischen zwei Freunden, Alex und Marius. Alex besucht Marius und fragt ihn, was er und seine Frau am Wochenende vorhaben. Er schlägt vor, dass sie gemeinsam einen Ausflug zum Schloss Neuschwanstein unternehmen. Marius gefällt die Idee. Er möchte mit Maria mitfahren. Das Schloss ist sehr berühmt und es gibt immer sehr viele Besucher. Marius und Alex möchten nicht lange in der Warteschlange für die Eintrittskarten stehen. Deshalb reservieren sie die Tickets online. Hallo Alex, bitte komm rein. Gut, dass du vorbeigeschaut hast. Hallo Marius, danke für die Einladung. Ist Maria nicht zu Hause? Nein, sie hat heute ihren Zumba-Kurs an der Volkshochschule. Schade. Ich wollte eigentlich euch fragen, was ihr am Wochenende macht. Wir wissen es noch nicht. Hast du eine Idee? Ja, die Wettervorhersage verspricht uns ein schönes sommerliches Wochenende. Habt ihr Lust auf einen Ausflug? Ich glaube, Maria hat nichts dagegen. Ich auch nicht. Gut. Wart ihr schon im Schloss Neuschwanstein? Nein, immer wieder ist etwas dazwischen gekommen. Aber die Idee finde ich toll. Wie fahren wir hin? Mit meinem Auto. Die Burg des Märchenkönigs liegt in der Nähe der Gemeinde Schwangau und der Stadt Füssen im Allgäu. Man erreicht sie am besten mit dem Auto. Neuschwanstein gehört doch zu den meistbesuchten Schlössern und Burgen Europas. Da stehen wir eine Ewigkeit in der Schlange, um Tickets zu kaufen. Ich habe mich darüber auch schon informiert. Wir können die Eintrittskarten einen Tag vor dem gewünschten Schlossbesuch bis 17 Uhr online reservieren. Die Reservierungsgebühr beträgt 1,80 Euro pro Person. Das ist gut, dann reservieren wir per Internet. Ja, so machen wir es.